Ach, guten Morgen, Frau Schulze. Ja, schönen guten Morgen, aber halt, stopp. Ich hätte da zwei Fragen. Also erstens, warum hast du Süßigkeiten in der Hand? Du weißt ganz genau, dass hier im Klassenraum bzw. auf dem ganzen Schulgelände Süßigkeiten verboten sind. Und zweitens, wieso hast du deine Maske denn nicht auf? Du weißt, dass hier Maskenpflicht gilt. Also, wenn man zum Platz geht, trägt man seine Maske. Man sieht hier. Ach ja, und meine Maske. Ja, ich bin gleich wieder da. Ja, also ich hatte jetzt eigentlich schon Lust auf die Süßigkeiten. Und ja, stimmt, meine Maske habe ich auch nicht getragen. Moment mal. Mir kommt da eine Idee. Ja, das sieht gut aus. So, sehen Sie, ich habe die Maske an. Jetzt kann ich sie ja abnehmen, weil ich ja im Platz bin. Aha, schon viel besser. Und die Süßigkeiten hast du auch weggepackt. Wunderbar. Mann, ist der Unterricht langweilig. Zeit für neue Süßigkeiten. Oh, ich glaub's ja wohl nicht. Was ist das denn schon wieder? Das sind doch schon wieder Süßigkeiten. Bitte wegpacken. Ja. Ich pack sie weg. Wie ich sehe, die Süßigkeiten sind schon mal weg. Sehr gut. Und was ist das für ein Ding? Das ist ja interessant. Das kenne ich gar nicht. Ist das eine Stifthalterung? Ja, genau. Das ist eine Stifthalterung. Also, sieht man ja auch. Kann man halt einen Stift reinpacken. Praktisch, ne? Ja, es ist eine Stifthalterung. Hab irgendwie immer noch Hunger? Was knistert da denn schon wieder? Das sind doch bestimmt wieder irgendwelche Süßigkeiten, stimmt's? Nein, alles gut. Ja, also ich höre das doch. Also das kann, also mich nimmt er hier nicht auf den Arm. Ich gehe jetzt rum und gucke jetzt mal bei jedem einzelnen Schüler auf den Tisch. Und wenn ich jemanden erwische, der hier doch wieder Süßigkeiten hat, obwohl ich es schon dreimal gesagt habe, dann gibt's einen Schulverweis. Oh. Ich habe hier keine Süßigkeiten. Nichts Auffälliges. Papier, Schulkram, Stifthalterung und was ist das hier, wenn ich fragen darf? Das ist ein Radiergummi. Also, Radiergummi halt. Also, man hat hier halt was draufgeschrieben und kann halt damit radieren. Also, es ist ein neues Radiergummi. Das gibt's noch nicht so lange auf dem Markt, aber das radiert besonders gut. So Leute, ihr habt die Schulglocke gehört. Wir haben jetzt Viertelstunde Pause. Ihr könnt euch gerne wie immer was beim Kiosk holen, was zu essen. Wichtig, es wird nicht im Klassenraum gegessen. Das heißt, ihr könnt direkt am Kiosk essen, da ist eine ganz nette Sitzecke. Oder vorm Klassenraum, aber das Essen wird nicht mit in den Klassenraum genommen. Ich betone, nicht mitgenommen. Boah, endlich, das wurde aber auch Zeit. Jetzt erstmal Essen holen. Boah, diese Chips, die sind so lecker. Ey, gut, dass es die am Kiosk gibt und... Ach ja. Boah, nee, damit spritze ich besser nicht rein. So sieht man die aber noch. Ja. So, ich bin wieder da. 5 Minuten Pause ist ja jetzt auch rum. Ja, aber warum hast du noch eine Tüte mit dabei? Du weißt ganz genau, was ich eben gesagt habe, oder? Ja, wir dürfen kein Essen mit in die Klasse bringen, aber habe ich auch nicht. Also, das ist nur eine leere Tüte, die habe ich gebraucht für meine Schulsachen. Ich kann das auch gerne nochmal zeigen. Hier ist kein Essen drin. Oh,
Ich habe, glaube ich, jetzt Lust auf Dextro Energy. Zum Glück habe ich hier noch welches. Ah, das zählt aber 100 pro als Süßigkeit. So, den habe ich aber noch aus dem Sportunterricht. Keine Ahnung, warum wir den geschenkt bekommen haben. Dann schlag mal bitte alle die Seite 15 auf und wir gehen zur Aufgabe 2b. Oh, was ist das denn? Das ist ja interessant. Ist das so ein Schaumstoffwürfel? Ist der aus dem Sportunterricht oder wie? Durftet ihr die mitnehmen oder warum liegt der da? Ja genau, den haben wir im Sportunterricht bekommen. Wir gehen weiter. Welche Art der logischen Verknüpfung wird in den Sätzen ausgedrückt, hm? Ich muss jetzt hier erstmal alles aufräumen. Jetzt haben wir hier so viele Arten gezeigt, wie man hier Süßigkeiten verstecken kann, dass der ganze Tisch nur damit voll ist. Ja, und das waren sie auch schon. Ja. Die Arten an Süßigkeiten, in den Unterricht zu schmuggeln. Das war sehr interessant für dich. Die würde ich übrigens nicht mehr essen. Bist du das schon erfahren in diesen Süßigkeiten schmuggeln? Ja, hast du das auch offensichtlich gemacht in der Schule, oder? Nee, habe ich eigentlich nicht, weil ich fände das auch viel zu aufwendig. So, ja, ne? Und das stimmt. Am Ende wird das eh irgendwie rauskommen. Deswegen würde ich sagen, ist glaube ich so für die Unterhaltung ganz cool. Aber Leute, ich glaube, nutzt besser die 5-Minuten-Pause. Das ist deutlich entspannter zu essen. Richtig, das ist übrigens mein Ratschlag. Ja. Und manche Sachen sind natürlich auch einfach Quatsch. Also müssen wir auch ganz ehrlich sagen, das mit der Maske. Das mit der Maske, das ist natürlich auch ein ganz netter Trick. Aber auch das sollte man nicht im Unterricht machen, als Trick, um Süßigkeiten zu verstecken. Nein. Weil Masken sind dazu da, damit man die trägt. Das ist ja klar. Ganz genau. Wir hoffen natürlich trotzdem, dass euch das Video gefallen hat. Falls ja, schreibt gerne euren Lieblingstrick in die Kommentare. Lasst einen Daumen oben da. Ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Fail. das ist ein. Jetzt gucke ich in die Kamera. So Leute, ihr habt's gehört. Wir haben jetzt Pause. 5 Minuten. Ja, komm, machen wir. Nee, warte, nochmal. Wichtig, ihr dürft's. Warte. Den habe ich hier noch aus dem Sportunterricht und. Wenn ich jetzt hier so ein. Fail, der nächste Fail. So, dann schlag mal bitte die alle. Oh Gott, die alle.